Ja, vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Zuschauer und Zuschauerinnen hier im Saal und natürlich auch im Livestream. Das kommunale Ausländerwahlrecht für Nicht-EU-Ausländer hört sich mal wieder ein bisschen komplex an, ist es gar nicht. Wird schon lange hier diskutiert und eigentlich schon viel zu lange. Eigentlich müssten wir das einfach schon lange umgesetzt haben. Es geht hier schließlich um das Vorenthalten von Rechten, die unseren Mitbürgern eigentlich ganz oder Mitmenschen selbstverständlich zustehen müssten. Weil genauso wie diese Mitmenschen von der Gesetzgebung betroffen sind, die wir hier tätigen, oder auch von den Regelungen, die die kommunalen Räte und Bezirksvertretungen tätigen, und genauso wie diese Mitmenschen alle Steuern zu zahlen haben hier, wie sie sich an alles hier halten müssen, müssten sie eigentlich entsprechend auch die Rechte bekommen. Bekommen sie aber nicht. Noch nicht mal im Kommunalen, wo es sie direkt und sehr konkret betrifft. So, und jetzt hat Kollege Bovermann eben hier ganz weit aufgezählt, wer da inzwischen alles zugestimmt hat. Kollegin Felter hat das noch mal genauer gefasst, mit denen, dass auch Räte der inzwischen zugestimmt haben. Eigentlich wird das von allen auf der Kommunalebene, da wird schon fast nicht mehr verstanden, warum wir diese Regelung langsam nicht mehr treffen. So, dann haben wir uns hier in der Verfassungskommission des Themas ein bisschen angenommen, haben da auch eine Anhörung zugemacht, eine sehr gut besuchte, wie ich fand. Ist auch viel abgerufen worden im Nachgang noch. Und dann werden diese ganzen Fragen gestellt, die gleich von Ihnen wieder aufgerufen werden. Was hindert uns denn formal? Weil es scheint mir fast so, als wenn Sie nicht einen Weg suchen, sondern als wenn Sie Gründe suchen, das nicht umzusetzen. Das Gleiche haben Sie bei der Anhörung hier schon gemacht. Dann fragen Sie wirklich jeden Experten, auch die, die Sie eingeladen haben, was kann uns denn jetzt daran hindern? Und was kommt als Antwort? Ja, nix. Wir können das machen. Es gipfelte darin, dass einer der Sachverständigen gesagt hat, das liegt in Ihrem eigenen Ermessen. Seien Sie mutig. Und wenn ich mir das doch hier von externen Experten sagen lassen muss, dann frage ich mich, was uns tatsächlich noch hindert. Wir können das tatsächlich einfach machen. So, jetzt schauen wir mal ein bisschen in die Geschichte. Was passiert denn, wenn man das zu lange nicht macht? Da möchte ich gerne auf die amerikanische Geschichte verweisen. Jeder von Ihnen kann gerne unter No Taxation Geschichte, nicht dieses Geschichtchen, was jetzt da gerade läuft, was schlimm ist. Aber vielleicht wäre auch das besser gelaufen, hätten die ein Ausländerwahlrecht gehabt. Ich befürchte schon. So, aber schauen wir jetzt mal wirklich in die Geschichte. Schauen wir uns an, was denn läuft, wenn ich Rechte vorenthalte und nur Pflichten aufbürde. Das läuft unter dem Stichwort, Stichsatz No Taxation Without Representation. Das hat schon mal zu richtig üblen Verwerfungen gesellschaftlich geführt. Das hat zur Abspaltung der USA oder von Nordamerika vom britischen Königreich geführt im Endeffekt. So, ja, manche wollen das zurückhaben, ne? Kann ja noch kommen. War auf jeden Fall richtig, richtig schlimm für die Gesellschaft dort. Da dürfen wir es doch gar nicht erst hinkommen lassen. Wir müssen doch hier die Menschen mitnehmen. Wohin? In die Mitbestimmung der Gesellschaft. Wir müssen auch hier die Menschen, die hier leben, auch an der Gesellschaft teilhaben lassen, sowohl bei Abstimmungen wie auch bei Wahlen. So, schauen wir uns noch mal die formalen Gründe an. Da wird vielfach gesagt, der ist nie explizit im Grundgesetz genannt und das findet in unseren Rechtsnormen nicht statt. Da hat Kollege Bovermann eben auch schon was zu gesagt, dass Verfassungsgerichtsurteile heute vielleicht nicht so ausfallen würden wie vor 30 Jahren. Nehmen wir aber doch mal eine Rechtsnorm, die schon gilt. Nehmen wir mal unser Parteiengesetz. Sind Ausländer da per se aus der Willensbildung bei Parteien ausgenommen? Nee, sind sie gar nicht. Die sind explizit da genannt, dass sie da mitmachen dürfen. So, wenn ich mir dann überlege, dass wir hier immer noch weiter Gründe suchen, zeigt sich für mich nicht. Weder die Anhörung hat das gegeben, noch die eigene Betrachtung, noch die Betrachtung der Kommunalverantwortlichen. Worauf warten Sie noch? Kann ich mich nur Herrn Bovermann anschließen? Seien Sie mutig, stimmen Sie mit. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Sommer.